Fraktion hat das Wort Tobias Matthias Peterka. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen! Die Jugoslawienkriege waren der blutigste Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest bisher. 200.000 Tote, unzählige Vertriebene und nationale Narben bis heute. Es fanden Kriegsverbrechen oft in geplanter, intendierter Weise statt. Die ursprüngliche Aggression, die lässt sich durchaus bei der serbischen Führung ausmachen, wobei auch andere Ethnien Verbrechen begingen. So, meine Damen und Herren, kann es leider aussehen, wenn ein Funken in ein allseits gepriesenes, multikulturelles Paradies hineinfliegt. In ziemlicher Schockstarre standen damals die europäischen Akteure daneben, und erst im Zuge des Bosnienkrieges zeichnete sich die Gründung eines konkreten internationalen Strafgerichts ab. Einstimmig aber legitimiert durch das höchste UN-Gremium, den Sicherheitsrat, und ohne Einspringen einer Vetomacht. Damit konnte als sogenannte Ad-hoc-Maßnahme der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien eine breite Legitimation erfahren und das Völkerstrafrecht in Dutzenden Fällen und Entscheidungen erheblich fortentwickelt werden. Bis heute stellt er in seiner Residualform nach der offiziellen Beendigung wichtige Fakten und Vorarbeit zur Verfügung. Denn die Aufarbeitung in den Nachfolgestaaten ist definitiv alles andere als beendet. Hinzu kommt, dass der Strafgerichtshof sich auch nur auf Führungskader bezog. Das schien damals besonders wichtig und mag auch politisch etwas hergemacht haben. Zumal man bei den kleineren Staaten, die betroffen waren, diesen Personen auch realistisch habhaft werden konnte. Dazu kam auch noch, wie gesagt, die unstrittige Unterstützung durch alle UN-Gremien. Was ist aber unterhalb der Führungsebene oder der hohen Kommandoebene? Über die Jahrzehnte oder jahrelangen Kriegsentwicklungen, zum Glück nur, gab es auf nahezu allen Seiten Verbrechen, die heute entweder nicht aufgeklärt sind oder sich komplett im Dunkelfeld bewegen. Die Nachfolgestaaten arbeiten auch heute noch mit Staatsanwaltschaften sowie ebenfalls Sondergerichten an dieser kaum zu bewältigenden Aufgabe. Denn natürlich müssen hier zum Beispiel Auslieferungen erfolgen von einem mindestens ehemaligen Gegner an den anderen. Das scheitert oft und sei es unter allen möglichen diplomatischen Kapriolen. Während der Internationale Strafgerichtshof für Ex-Jugoslawien aber immerhin eine gewisse Handlungsfähigkeit der UN damals bewies und auch Verfahren ohne Ansehen der Zugehörigkeit zu Ethnien durchführte, so war der NATO-Ansatz im Frühjahr 1999 gegen Serbien ein kompletter Alleingang und offensichtlich bündnispolitisch motiviert. Dem Ansatz, einige Jahre zuvor eine umfassende Aufklärung neutral durchzuführen, folgte nun eine Demonstration der militärischen Stärke, die angesichts des Kräfteverhältnisses kaum notwendig gewesen war. Dies zeigt vor allem eines, anknüpfend an die heutige Lage: Die Vereinten Nationen in ihrer jetzigen Form sind nur so lange etwas wert, wie es nicht mindestens eine Vetomacht in ihren Interessen verletzt oder sie das annimmt. Die meisten hier Anwesenden verschließen genau davor die Augen. Prinzip der Gewaltlosigkeit, Verantwortung der Führungsebene, alles gut und schön, aber den damals in einem günstigen Moment errichteten Strafgerichtshof Ex-Jugoslawien nun dafür herzunehmen, dass immer mehr Tribunale auch immer besser sind, das ist schlichtweg naiv. Was ist mit dem eigentlichen, allgemeinen Internationalen Strafgerichtshof? Der sollte nach allen Seiten befähigt werden, neutral zu ermitteln und mit nationalen Gerichten bei Bedarf und Wunsch zusammenzuarbeiten. Bisher ist dieser aber von vielen, auch sehr wichtigen Staaten, gar nicht anerkannt. Das ist ein Trauerspiel und ermöglicht erst Hinterhofpolitik, sei es von Ost, Fernost oder auch West. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Renate.